Ewa. Luisa hat ein paar Minuten Geburtstag. In 2 Minuten ist es soweit. Der Kuchen ist bereit. 20.59 Uhr. 20.59 Uhr. Okay, Leute, es ist 0 Uhr. Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein Perle. Happy Birthday to you. Sana Helwa. Arabisch muss auch noch kommen. Sana Helwa, ja, Gamil. Como estas, Mesta? Spanisch, Spanisch. Como estas. Wünscht ihr was? Kennt ihr diese? What's going up inside her head? Okay, ich weiß. Sag mal. Nein, sag's, ich bleib ein Geheimnis. Sag mal, ich wünsche mir auch was. Ich sag's dir auch nicht. Zusammen auspusten? Nein, deine Kerze. Sie hat sich was gewünscht. Ich spür das. Kinder. Kinder? Ja, also ähnlich. Du darfst das nicht sagen, Mann. Jetzt ein Geschenk. Mach's auf. Ich sag dir aber noch nicht, was drin ist. Eine Apple Watch. Wo weißt du das denn? Was steht da drauf? Ja, scheiße, Mann. Das habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht, Nadel. Wie macht man das auf? Wo soll ich das wissen? Bin ich Apple sein Onkel oder? Keine Ahnung, wie man das aufmacht. Aywa! Nadel, guck mal, wie schön. Geht gerade an. Geschäftsfrau, testen wir mal. Babang, babang. Hallo, mein Perle. Hallo, Mayday, Mayday. Over, over. Okay, bist du dran? Ich bin dran. Wie geht's dir, mein Perle? Gut, wie geht's dir? Gut, hast du die Mission erledigt? Apple Watch ist noch nicht an. Okay, kein Problem. Cinco problemo. ¿Cómo estás, español? Muchas gracias. Colo polota. Hey, Leute, Luisa koppelt jetzt erstmal die Uhr mit dem Kuchen. Was? Ich will den Kuchen essen, Mann. Nadel, guck mal, guck mal. Oh, das Universum. Wir haben jetzt hart gefeiert. Seit halbe Stunde liegen wir auf Sofa und versuchen, diese Apple Watch einzustellen. Wir sind doch YouTuber. Wir sind Influencer. Das Problem ist, Nada und Luisa Influencer sind die einzigen YouTuber, die kein WLAN haben. Wir laden, seitdem wir in dieser Wohnung leben, unsere YouTube-Videos mit Handy-Hotspot hoch. Einmal bitte Applaus dafür. Mann, du musst richtig abgehen, Luisa. Du musst doch mitmachen. Luisa, wir sind YouTuber. Da will ich vollsten Einsatz sehen. Ey, ich melde mich morgen früh bei euch, weil es geht natürlich noch weiter. Das mit der Apple Watch war schön. Aber morgen legen wir richtig los. Aywa. Good morning, Amerika. Ich habe einen Oldtimer gemietet, damit wir zurückreisen in den Oldtimes. Moment, ich muss die Klimaanlage ausmachen. I cross inside the roadway. I cross inside the hallway. I'm in the highway street 45. What's up, hey? Hey, what's up? Are you in the evening? Of course, it's impatient. Hey, gebt euch diese Karawane, unglaublich. Gebt euch dieses Ding ab. I'm coming from the highway. In the highway, you can see the mirror. In the highway, also you can improve the solutions. Hallo, Amerika. Hey, dieses Auto hat einfach einen richtigen Amerikaner gehört. Überleg mal, guck mal, er war bei der Navy. United States Navy. Hey, kommst du runter? Ich bin bereit, bereit. Ich bin mehr als bereit. Lag yalla, mein Perle, yalla. Leute, ich werde aufs Gas drücken, die soll Bescheid wissen. Heute gibt's eine Reise in die Vergangenheit. Boah, ich bin mies aufgeregt, ne? Scheiße. Ja, du weißt Bescheid. Komm mal rein. Ey, Nette, das sieht so krass aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Machst du dich fertig, dann machen wir einen kleinen Spritztour. Wir crossen inside the highway, downtown the highway. Ey, Nette, Walla, ich kann einfach nicht glauben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Walla. Okay, Leute, wir gehen jetzt kurz hoch. Luisa, mach dich fertig und dann gehen wir los. Aywa. Aywa. So, ich bin ready. I cross inside the highway. Hallo, Amerika. Ey, darling, come, darling. We must go. Ey. Darling, wir müssen los. Aywa. Cross inside the highway. Let's go, mein Perle. Wo wollen wir hin? In den Route 66? Ich zeig dir, wie man sich anschneidet. Ich weiß, wie im Flugzeug, oder? Wie im Flugzeug, genau. Leute, ich hab Angst. Oh mein Gott! Let's go, mein Perle. In den Route 66. Nette, ich muss meinen Papa anrufen. Ruf an, wen du willst. Heute ist dein Tag. Ey, Nette, oh mein Gott, das ist wie ein Raumschiff. Wir sind in den Route 66. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt an einen besonderen Ort. Wohin denn? Einer der wichtigsten Orte meines Lebens. Wohin denn? Lass dich überraschen. Hä? Hey, wo? So Leute, wir sind da. Was glaubst du, wo wir sind? Wo sind wir? Bist du hier extra hingefahren? Ja. Hey, was ist hier denn? Keine Ahnung, hier ist eine verlassene Schule. Hier ist keine verlassene Schule. Einmal bitte mitkommen. Officer Nada, Jindawi. Mal sehen, ob du selber drauf kommst. Also hier sieht es so verlassen aus. Was ist das?
komm mit. Wir müssen ein bisschen weiterlaufen. Ja, jetzt weiß ich, es steht da. Sommerbad Pankow. Hier ist das Freibad, wo ich Luisa das erste Mal gesehen habe. Ist aber zu. Können wir rüberklettern? Ja, würdest du es schaffen? Bist du dabei oder nicht, mein Paddel? Komm einfach mit, Mann. Nicht hier, bist du behindert? Luisa, das wird jetzt richtig gefährlich für dich. Wieso war das nicht einfach? Konzentrier dich, ja? Hättest du gesagt, so andere Schuhe anziehen? Hätte ich wenigstens Sportschuhe angezogen. Hallo, wir haben keine Zeit, Beeilung. Bist du schon mal über so einen Zaun geklettert? Nein, bin ich noch nicht. Ich mach's gerade zum ersten Mal. Luisa, Walla ist gefährlich. Ich mein's ernst. Ja, ach, es ist gefährlich. Wirklich, jetzt sagst du mir, her ist hier oben? Jalla. Ey, Walla, das ist mein Perle. Jetzt muss ich springen. Nedir. Guck, was du mit mir machst, Nedir. Nimm mal. Ciao. Nedir. Meine Botschaft ist, hätte ich dich mal nicht kennengelernt. Ey, ey, wie hast du es geschafft? Was machen wir jetzt hier? Ich zeige euch jetzt die genaue Stelle, wo ich mein Perle das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, wir sind falsch rübergeklettert. Doch, wir sind richtig. Damals bin ich auch immer über diesen Zaun geklettert, um schwimmen zu gehen. Hier ist noch kein jemand. Hier ist doch keiner, Mann. Abo. Seht ihr diese Wiese da hinten? Da oben habe ich sie das erste Mal gesehen. Die stand da so. Ja, das war's. Wir können eigentlich wieder zurück. Nein, Spaß. Ein wichtiger Moment hier. So, gib mir deine Hand. Weißt du, dass ich hier damals diesen Ring mit meinem letzten Geld gekauft habe? Und dieser Ring war von einem Laden, der hieß Thomas Sabo, und ich habe mich geschämt. Ist doch nicht schlimm. Weil der so billig war, aber du hast mich trotzdem genommen. Und damals habe ich schon mal gehört, dass eine Frau zu einem Mann meinte, ich nehme dich nicht, wenn du mir keinen Cartier-Ring schenkst. An dem Tag habe ich gegoogelt, Cartier-Ring war zu teuer. Du hast mich trotzdem genommen. Jetzt haben wir eine Zeitreise gemacht in die Vergangenheit, 7 Jahre zurück. Überspringen wir den Cringe. Einmal bitte aufmachen. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Weil du einfach ein Mensch bist, der nicht auf Geld guckt. Weil du mein Perle bist. Hier hast du 8 Steine drin, weil es unser 8. Jahr ist. Gib mir deine linke Hand. Das ist doch meine linke, oder? Das ist die linke, ja. Dankeschön, Nede. Gefällt er dir? Ja. Zeig aber mal trotzdem, den alten werde ich niemals ausziehen. Ey, wo? Okay, Leute, weiter geht's. Jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen. Das war's aber jetzt mit Geschenke, oder? Dieses Geschenk ist für die nächsten 5 Geburtstage, du kriegst nichts mehr von mir. Egal. Ey, Leute, ich bin einmal in Kacke reingesprungen. Sei mir ehrlich, warum kackt hier einfach ein Hund hin, ja? Nein, ich auch! Einfach beide treten in Kacke. Leute, das ist ekelhaft. Ich brauch ein Taschentuch. Bei mir, guck mal. Aber du hast diese Kacke auseinandergenommen. Scheiße, was machen wir jetzt? Leute, das ist Romantik, wenn du mit deinem Perle zusammen in Kacke trittst. Ey. Wollen die mich verarschen? Luisa, hier liegt überall Hundekacke. Habe ich nochmal reingetreten? Doch. Wie kann man 2-mal in Kacke treten? Dieses Auto wird nach Kacke riechen, Luisa. Was ist für eine Straße? Hier liegt überall Kacke. Dein ganzer Schuh ist voller Scheiße. Man kann nicht mal sauber machen. So Leute, weil hier überall Stoff ist, haben wir uns dafür entschieden, dass ich ohne Schuhe weiterfahre. Weil ich mit beiden Schuhen in Kacke getreten bin. Luisa ist nur mit dem rechten rein. Deswegen darfst du mit einem Schuh weiterfahren. Okay Leute, wir gehen uns jetzt neue Schuhe anziehen. Let's go. Das ist ein sehr schönes Auto. Oldmobile. Ey, ich hol jetzt Mila von der Schule ab. Mal gucken, wie Mila auf das Auto reagieren wird. Da ist sie. Was ist das für ein Auto, like euer Ernst? Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Luisa! Happy Birthday to you! Was sagst du dem Auto? Ich halte dich. Bye! Ey, so, wir sind runter von den Highway. Wie war die Reise für dich? Richtig schön. Ist kaputt, hä? Ja. Okay, Leute, es geht weiter. Ich habe noch einen Kuchen organisiert. Der steht bei meiner Mutter. Ihr werdet den Kuchen gleich sehen. Seid gespannt. Leute, gebt euch. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist die Klingel. Hier steht der Nachname meiner Familie. Und Mila hat hier unten einfach ihren eigenen Namen geschrieben. So, Leute, das war's mit dem Geburtstag. Das war ein schöner Tag. Nein. Was, nein? Es geht noch weiter. Es geht weiter? Ja. Was kommt jetzt noch? Es kommt der Kuchen, die Kerze. Haben wir noch Kuchen? Bitte gebt euch einfach ein Perle für mein Perle. Wie geht's dir, mein Perle? Wie geht's dir? Sie wartet drin. Sie weiß noch nicht, was für eine Torte auf sie zukommt. Ich würde sagen, das einfach halte ich in der Hand. Kann sein, nein, dass es runterfällt. Nein, bist du dumm? Das hier muss man hier reinstecken. Mila, wir wollen es doch ein bisschen spannender machen. Nein, andersrum. Happy Birthday to you. Was denkt ihr, wer die Perle gegessen hat? Eine Sache will ich noch mit euch teilen. Wir crossen Zeiten, Hydrate, Rule 66.